Scheiße. Es fängt an zu regnen. Sehr praktisch. Meine Uhr zeigt die Brotkrümel an, wie ich gelaufen bin. Dann kann ich mich dann danach halten, weil ich wusste jetzt gerade nicht genau, wo ich hochgegangen bin. Mit dem ganzen Schnee sieht man das nicht wirklich. Geilo, hier ist davor die schöne Panoramasicht. Wunderschönen guten Morgen zusammen. Wie ihr seht, ist es noch ein bisschen dunkel, aber es geht in einer halben Stunde die Sonne auf. Deswegen bin ich ohne Hirabira unterwegs. Wir sind hier bei der Hahnenkammbahn. Wir müssen uns jetzt hier auf jeden Fall Richtung Bergstation halten. Ich bin heute allein unterwegs, ohne Jaxi. Jaxi darf ausschlafen. War zu langsam. Gerade waren zwei Rehe auf der Straße. Jetzt war gerade noch ein Hirsch. Aber bis die Kamera auch raus hatte, war der weg natürlich. Schöne Tiere. Schöne Stimmung mit den Wolken. Ich habe gerade gemerkt, ich blödel bin ein bisschen falsch gelaufen, aber ich habe da gar keine Abzweigung gesehen. Aber egal, man kann auf diesem Weg auch weiterlaufen, habe ich gesehen. Das führt dann auch einen Weg hoch. Also sind wir nicht ganz so falsch. Die Sonne ist aufgegangen. Sehr schön. Da vorne sitzen Hasis. Zappeln sie davon, was man heute schon so alles sieht. Ganz viele Rehe, Hirsche, Hasis. Genau, wir müssen jetzt hier weiter in Richtung Reutner Hahnenkamm. Hier ist eigentlich der Fahrradweg. Aber da müsste dann auch bald ein Pfad abzweigen. Also Achtung, hier kommt mal so ein kleiner Pfad, unbeschildert. Das ist unsere Abzweigung. Da müssen wir hoch. Sonst müssen wir da ein ganzes Stückchen außen rum. Und so kann man geradeaus hochgehen. Da ging es jetzt hoch. Und hier geht es weiter. Hier ist halt ein bisschen steiler. Ich denke, die normale Strecke ist nicht ganz so steil. Da kann man sich noch gemütlich hinhocken, Päuschen machen. Aber ich sehe schon, es kommen wir langsam raus. Ich sehe schon Berge.
gerade noch mal ein Wetterradar gecheckt, weil heute Nachmittag soll es gewittern. Jetzt habe ich meine Jacke angezogen, weil der Wind ist dann doch ganz schön frisch. Obwohl es anstrengend ist, also wo ich schwitze, aber trotzdem ist trotzdem kalt irgendwie. Das heißt anstrengend, momentan ist jetzt nicht anstrengend, momentan geht es eher gemächlich hoch. Da oben, das schaut nach Gipfelstation aus. Beziehungsweise Bergstation. Gipfelstation. Manchmal rede ich schon Scheiß daher. Hätte sich der Jax gleich gefreut, dass ich da wieder rumgewälzt. Jetzt geht es hier noch da hoch, so wie es ausschaut. Da ist jetzt die Höfenalm. Ein bisschen hat sich der Weg jetzt von da unten hoch ganz schön gezogen. So, also da geht es ein Weg lang, da geht ein Weg lang. Sind ziemlich sparsam mit Schildern hier. ich schaue gleich mal auf der Karte, wo wir lang müssen. Also jetzt erstmal hier weiter. So, hier jetzt nicht weiter, sondern links. Okay, wir gehen jetzt doch hier runter. Blöd hier. Keine Markierung, gar nichts. Vielleicht da oben kommt man bloß zu der Hütte da. Keine Ahnung. Ist auch gar nicht der Weg auf meiner Karte. Ganz komisch. Da geht es zum Hornbergle hoch. Und wir müssen jetzt hier hoch. Weil da. Da ist die Geizspitze. Gämse haben wir da. Ganz viele. So, weiter geradeaus geht es jetzt zum Hahnenkamm. Ungefähr auf der Höhe von dem Speichersee geht hier so eine Abzweigung links weg. Ein kleiner Pfad. Gut, wenn der Schnee weg ist, kann man es auch besser erkennen. Und da müssen wir jetzt lang. Also ich bin gerade selber hier ein bisschen am Rumsuchen, am Weg rumsuchen. Aber so wie es ausschaut, geht es jetzt da und dann
da nach oben. Jetzt gucken wir mal. Da hat man einen schönen Blick schon mal ins Tannheimer Tal. Da ist der Haldensee. Da geht es jetzt weiter. Jetzt schaue ich mal, wie der Schnee ist. Gut, dass heute nicht warm ist und die Sonne nicht scheint. Ob das überhaupt machbar ist. Weil da geht es ja schon ein bisschen runter. Scheiße. Es fängt an zu regnen. Ich glaube, ich breche ab. Weil es ist eh schon so rutschig. Und ich weiß eh nicht, ob ich da, wenn ich da weitergehe, das ist nämlich dieses steile Schneefeld, ob ich da dann latschen kann. Ah, shit. Okay. Wir gehen zum Hahnenkamm, machen wir es so. Dann mache ich die Geichtspitze mal, vielleicht von der anderen Seite, von Geicht aus. Es bringt nichts, wenn es jetzt anfängt zu regnen. Wenn ich das dann Gewitter doch auch früher kommt. Das muss jetzt nicht sein und gerade bei so einem Weg, wo man sich eh konzentrieren muss und dann muss man sich beeilen, das ist nicht so geil. Deswegen drehe ich lieber um. Passt bitte auf. Mich hat es jetzt hier gerade voll hinkauen. Diese scheiß glitschigen Felsen. Oh, leck mir am Arsch. Dann war es wohl besser, dass ich umgedreht bin. Sehr praktisch. Meine Uhr zeigt die Brotkrümel an, wie ich gelaufen bin. Dann kann ich mich dann danach halten, weil ich wusste jetzt gerade nicht genau, wo ich hochgegangen bin. Mit dem ganzen Schnee sieht man das nicht wirklich. Habe ich mich nach meiner Uhr gehalten. Das ist sehr praktisch. So, jetzt haben wir wieder aus diesem Weg hier gelandet. Jetzt hat es auch wieder aufgehört zu regnen. Ich glaube, die Wolke wollte mich verarschen. Oder die wollten mir sagen, geh da nicht hoch, lass das sein. Man weiß es nicht. Da jetzt noch hoch und ich habe dann echt Hunger. Ich bin auch schon ein bisschen unterwegs. Da fliegt einer. Ich habe mir schon gedacht, was macht denn der da so lang? Cool. Oh, das Beste. Neues Oberteil an und schöne Fließjacke an. Oh, das ist immer das Geilste beim Wandern, wenn man ein trockenes Oberteil anhat. Und jetzt läuft mir schon wieder die Sonnencreme ins Auge. Aber die Sonne kommt zumindest raus. Ist doch schön hier oben.
weiß gar nicht, ob ich euch den Rundumblick schon mal gezeigt habe. Ich mache es auf jeden Fall nochmal, falls ich es vergessen habe. Ich habe jetzt Päuschen gemacht. Und ich habe heute echt keinen Bock auf einen Schnaps. Deswegen mache ich mich jetzt auf den Runterweg. Genau. Und so schaut mein Rucksack übrigens aus. Mein armes Einhorn. Das ist ganz schmutzig jetzt. Voller Matsch. Ich schaue, glaube ich, von hinten auch nicht gerade besser aus. Wir sind jetzt wieder hier an der Kreuzung, wo wir voll hoch sind. Da geht es zum Hornbergli, da werden wir jetzt mal noch schauen, ob der machbar ist. Also da lässt sich so ein Weg erahnen. Also hier ist echt mega. Wenn ihr hier seid, macht den mit. Weil der Weg, der war jetzt leichter zu finden als der von der Geichtspitze. Obwohl der gar nicht markiert ist, der Steig. Aber geilo, hier ist da vorher die schöne Panoramasicht. Voll cool. Jetzt packen wir es dann. Wir sind jetzt wieder hier unten. Das war jetzt auch im Runterweg ein Riesenharsch. Also die zieht sich einfach die Strecke. Wahnsinnig. Da sind wir am Anfang rausgekommen und jetzt gehe ich aber den Weg, wie er eigentlich geplant war, runter. Da kann man den Runterweg ganz gut erkennen. Weil da werde ich jetzt nicht mehr so viel filmen. Das geht halt einfach die Straße runter. Talstation. Wir gehen natürlich über den Steig. 20 Minuten. Farbig brauchen wir nicht. Ach, okay, ich hätte anders hochgehen müssen, weil ich bin ja da unten lang gegangen. Ich hätte da die Treppe hochgehen müssen. Ah, okay, okay. Also unten diese Treppe hoch. Jetzt weiß ich es. Ja, okay. Es ist noch richtig sonnig geworden hier. Also ich glaube, Wetter kommt halt keins mehr, wenn dann gegen Abend. Also hat der eine Wetterbericht auf jeden Fall recht gehabt. ja, hoffen wir jetzt, euch hat es gefallen. Und Abo und Daumen nicht vergessen. Zeiten blende ich wie immer ein. Ich tue jetzt keine Gehzeiten mehr hinschreiben, weil das ist ja mal individuell, aber ich schreibe immer Kilometer und Höhenmeter mit dazu. Genau, und ja, der Parkplatz ist übrigens kostenlos. War eine coole Tour.
obwohl das leider mit der Geichtspitze nicht gegangen ist. Hat mich am Anfang schon ein bisschen frustriert und dann noch, dass mich auf die Fresse gelegt hat. Aber mein Arm geht's gut, der hat das am Anfang wehgetan. Da war jetzt zum Glück nichts mehr. Ja. Aber Hahnenkamm ist cool und das Hornbergle. Also das, wenn ihr da seid, müsst ihr den mitnehmen, weil der ist echt richtig cool, der kleine Berg. Ja, genau. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Viel Zeit.